Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael. Das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of War Chapter 4, Zeitalter des Krieges, Kapitel 4, Gameplay ohne Mods heute. Ich bin hier auf meinem Internet-Surfer, auf dem ich ohne Mods spiele im Normalfall. Das ist aber auch der Surfer, wo ich immer die Mods teste, wenn ich Mods kurz vorgestellt mache. Aber die fliegen ja dann wieder runter, das heißt, aktuell sind wir modfrei. Und ich möchte euch heute auch etwas zeigen, damit ihr seht, es geht ganz normal im Vanilla-Game. Ohne Stress, ohne Tricks, ohne Mods. Und zwar sind wir wieder. Ja, Sturm verzieht sich schön. In der Nähe von der Festung Almachaya. Das Thema geht's heute auch. Ich bin momentan im Cloak-Modus. Das heißt, ich kann hier mich nähern, ohne dass ich die Belagerung triggere. Das hört man ja dann immer, diesen Soundeffekt, damit man weiß, jetzt ist die Belagerung aktiv. Und es gibt ja dann einen zweiten, wenn man den Boss besiegt, einen zweiten Ton, der dann sagt, die Belagerung, die man durchgeführt hat, ist zu Ende. Und danach wird hier alles resettet. So. Ich möchte euch einen weiteren Weg in die Festung zeigen, inspiriert durch ein Video von Wack. Das werde ich nachher auch noch in der Beschreibung verlinken. Ich habe das dann gleich nachgemacht und bei mir hat es nicht funktioniert, so wie er es gezeigt hat. Und ich werde euch dann auch sagen, wo bei mir dann die Unterschiede sind und was ich anders mache wie er. Aber die grundsätzliche Idee ist von ihm, wobei ich hatte die auch mal, aber ist egal. Denn er hat es zuerst präsentiert. Das ist auf jeden Fall sein Punkt. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier rüber springen, dann hier irgendwie auf diesen Felsvorsprung zu kommen, dann hier hoch zu klettern, dann hier innen rein. Man kann hier noch ein paar Sachen holen, blub, 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 das Übliche. Dann der Trick ist eigentlich der, dass man so schnell wie möglich dann versucht, hier hoch, hier rüber. Hier irgendwo an der Felswand hoch, hier hoch. Immer diese Schrägen hier ausnutzt, weil da kann man dann drüber klettern. Hier kann man natürlich nicht klettern, weil da sind die Zinnen. Aber das haben die schon so gemacht, dass man eben hier reinklettern kann. Hier rüber und man kommt zum Schluss dann, muss ich aufpassen, hier drüben raus. Das ist die berühmte Wand, die man dann durchbricht. Und da dahinter ist der Schatzraum. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man heimst sich Verderbnis ein, schnappt sich den Flugdämon, macht die Schnellzugriff, also lässt sich hier irgendwo hier oben abwerfen. Man kann sich ja hier relativ gut irgendwo auf der Fläche abwerfen. Genau dasselbe Spiel wieder. Hier runter, Loch rein, reingehen, Boss töten, Gold mitnehmen. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, die habe ich euch ja schon gezeigt, ist von hier aus. Jetzt muss ich aufpassen, ich nicht lüge. Von hier aus mit Eisbrücken arbeiten. Das heißt, man kann hier rüber, man kann hier rüber, man kann hier rüber Eisbrücken machen. Hier kann man dann ganz normal klettern. Kommt auch wieder hier oben raus. Loch in Mauer. Loch im Boden, Bronze Rin, Schillers Glocke, bim, bim, bim. Hier ist es in dem Fall Loch in Mauer. Boss erschlagen, Gold einsacken. Das sind diese üblichen Methoden, ohne sich mit der Belegschaft hier rumärgern zu müssen. Die eigentlich, sag ich mal, fetzigere Methode ist, man, wie auch immer, öffnet dieses Tor, geht hier durch, schlägt sich durch, schlägt sich mit erstmal mit allem, was hier draußen spawnt und respawnt rum. Wie gesagt, macht das Tor kaputt, kommt hier rein. Macht das Tor kaputt, hat jetzt die Blase, die man noch von dem Aggro hat, von außen, von der Außenverteidigung kommt mit rein. Übrigens, sobald das Tor fällt, hat man natürlich auch den Aggro sofort von allem, was hier rumsteht. Das heißt, es ist ein mächtiges Gemetzel. Man muss dann dieses Tor knacken, muss dann dadurch und kommt dann in den dritten Innenbereich, hat dann natürlich dasselbe Spiel wieder. Den Aggro von denen, man schleppt den Aggro noch von denen draußen mit rein. Das heißt, alle, die man nicht erledigt hat, werden ein Todsicher hier rein folgen.
Es gibt also hier keine natürlichen Grenzen, wo die sagen, okay, das da drin sind die anderen Kollegen, meine Schicht ist zu Ende, da mache ich jetzt nichts mehr. Deswegen ist es wirklich schwierig. Vor allen Dingen ist es blöde, alle, die wir getötet haben, sind wahrscheinlich mittlerweile schon respawned. Und solange wir wieder noch in dem Aggro-Bereich sind, dass die uns sozusagen sehen, aggro-technisch, dann werden wir die auch wieder am Hintern haben. Und dann müssen wir durch dieses Tor hier durch. Auch das hier, genau dasselbe Spiel, während wir hier kämpfen, dann kommt der eigentlich dann eher einfachere Teil. Wenn wir es mal hier reingeschafft haben, hier seht ihr, sind momentan nur vier Verteidiger. Das heißt, ab hier wäre es eigentlich okay, oder? So, das heißt, wenn wir hier reinkommen, ohne groß zu kämpfen, und das ist das, was wir vorhaben, dann können wir hier durch, wie auch immer, dann haben wir halt, wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich falsch. F4 hier raus. Also, jetzt muss ich aufpassen, hier sind die vier. Dann gehen wir hier durch. Dann haben wir hier wieder eine Blase. Das ist schon, das sind fünf Stück hier. Oder ne, sechs Stück sogar, sechs Stück. Und einer davon ist ein Champion. Ja. Die Gruppe ist schon ein bisschen heftiger wie die da unten. Die unten, ja, geht noch. Und wenn wir dann hier durch sind, dann wird es eigentlich schon fast einfach, weil wir dann, der Vorteil ist auch, komme ich noch drauf, dann kommen wir oben in den Bereich rein, wo wir eigentlich nur noch zwei Not Named, also ganz normale Kämpfer haben und den Boss. Das geht dann wieder. Wo sind die Hauptprobleme? Die Hauptprobleme sind meiner Meinung nach, und das hat sich auch für mich so rausgestellt, das ist diese Gruppe hier, die ich komplett pulle, wenn ich diese Türe knack. Das heißt, ich muss die Leute hier erschlagen, bevor ich die nächste Türe aufmache. Und dann habe ich aber fünf. So, das ist mein Ansatz ist, es einfach zu machen. Es geht nicht darum, dass man es nicht kann. Und der ein oder andere ist sicherlich auch in der Lage, sich mit all denen dann herumzuschlagen. Aber mir geht es ja darum, wie können wir relativ bequem an den Schatz ran. Also, die Vierergruppe hier, die kriegen wir, denke ich, wirklich ohne Probleme klein. Die Fünfergruppe plus Boss. Das ist schon schwieriger und da müssen wir mal gucken. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das kam mir beim letzten Testlauf so die Idee, weil es da echt heftig zuging, ob wir da zum Beispiel nicht die Türe erstmal zulassen und gucken, wie weit wir ein Aggro ziehen, dass wir sie sehen und mit Gefeile arbeiten. Das kennen wir ja von der Belagerung. So, wie kommen wir aber jetzt hier rein? Das ist ja das ist die große Frage. Und hier hat Weg eigentlich ganz toll. Eine ganz tolle Idee gehabt. Und zwar, wir tarnen uns, wir machen uns unsichtbar, platzieren hier Bomben davor, zünden die in Rennen weg oder schießen drauf mit Pfeil und Bogen, wie auch immer. Hauptsache, die Dinger explodieren, machen uns wieder unsichtbar, gehen zum nächsten Tor, platzieren wieder Bomben, zünden die. Und das Ganze machen wir dreimal, wobei wir, da kommt man noch drauf, die dritte Türe ist dann was Besonderes. Dazwischen werden wir uns natürlich immer wieder zurückziehen müssen. Und deswegen ist es in irgendeiner Weise sinnvoll, ein Lager zu haben. Zum einen, um einen Respawn-Punkt zu haben, der weit genug weg ist. Das zweite ist, wir brauchen eine Hupfdohle, um uns von der Verderbnis zu freien zu lassen, die wir benötigen, damit wir zaubern können. Wir brauchen, ich würde mal sagen, roundabout 4, 8, 6, 14, da nochmal 2, 14, ach, den Ding will ich noch sprengen, nochmal 4, 18, 20, 22, so, ja, um die 20, 22 müssen wir nochmal zählen, 22 Sprengvasen brauchen wir, wenn wir alles mit Sprengvasen machen. Eine Option, die wir haben, die habe ich auch ausgetestet, ist, die Türen von hier aus mit unserem Türklopfer aufzumachen. An der Position hier, von dieser Position hier, können wir eigentlich relativ einfach
das Tor erreichen und das Tor. Das dritte Tor da hinten, das ist schon etwas kniffliger zu treffen. Da habe ich gestern bei meinem Versuch allein bestimmt 10 Schuss verballert, bis ich dann wirklich so war, dass der Flächenschaden auch wirklich diesen Torbereich getroffen hat. Und das kann man dann halten wie der auf dem Dach. Also, ihr könnt entweder alle drei Tore mit Sprengvasen aufmachen. Also hinlaufen, getarnt, ablegen, zünden, wegrennen. Oder die ersten beiden, die relativ einfach zugänglich sind, ja, zugänglich im Sinne von dem Tribok gut zu erreichen sind, wenn man sie gut sieht, mit dem Tribok knacken und nur die dritte Türe zum Beispiel dann mit vor Ort erledigen. Das müsst ihr wissen. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Jetzt brauche ich nur den hier raus, meinen Bogen rein, das hier. Die habe ich schon. So. Der Kniff, den, weil wir ja Verderbnis brauchen. Ich nehme mal eins hier rein. Nehmen. So. Ich cheat mir jetzt für die erste Runde. Wir 1, 2, 3, 4, 4 Sprengvasen. Ihr müsst die natürlich herstellen. Da sind wir. 1, 2, 3. Hier vier Stück langen und idealerweise könnt ihr die gleich in die Schnellleisten rein. Die stapeln ja nicht, die müssen nur so rein. Dann gehen wir her und machen uns unsichtbar. Da brauche ich Verderbnis dazu. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall den Zauberstab. Den da. Und ich brauche Verderbnis und die hole ich mir über diese Mütze. Ich muss weit genug weggehen von meiner Hupfdohle. Und dann. Ihr müsst jetzt für euch entscheiden, ob ihr jetzt sagt, okay, ich will auf jeden Fall mein gesamtes Leben wieder. Oder ihr sagt, nee. In der Phase 1 ist es eigentlich egal, weil ich renne ja eh immer weg und zünd von der Ferne aus die Dinge. Ihr seht, ich kann halt, ich gehe jetzt mal hier ein Administratormenü, ich gehe hier alles raus. Den hätte ich vorher auch rausmachen müssen. Jetzt habe ich einen Stoffbeutel nicht verbraucht, oder? Ja, okay. Ihr braucht dafür übrigens die Stoffbeutel. Das ist ganz wichtig für diesen Zauber. Und dann könnt ihr die in Ruhe platzieren. Das Platzieren macht überhaupt noch nichts. Ihr könnt hier auch in die Gegner reinlaufen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr dürft nur nicht irgendwas tun, was eure, also irgendwas handhaben, was eure Tarnung eben aufhebt. Und jetzt kommt es darauf an, aus welcher sicheren Entfernung wollt ihr agieren. Je weiter ihr weg seid, umso mehr Laufzeit habt ihr. Ihr habt. So, und jetzt rennen wir weg. Ich würde jetzt empfehlen, sozusagen den Aggro wirklich wegzulocken, auch von der eigenen Base. Ich habe da zwar jetzt Leute, die verteidigen können, aber ich will natürlich. Ja, genau. Es bringt mich eine blöde Hyäne um. So, aber ich denke, ich habe den Aggro schon abgeschüttelt. Nee, da kommt noch einer. Okay, den nehmen wir mit, komm. Der soll sich mit meinen Leuten rumärgern. Wieso habt ihr. Hat er den bewusstlos geschlagen? Okay, die haben Knüppel. Warum haben die noch Knüppel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den sollte ich mal richtige Ding geben. So, jetzt hole ich mir im Prinzip dann die nächsten
Genau, mach die mal alle tot. Das ist natürlich jetzt wirklich blöd. Wieso haben die keine? Muss ganz kurz mal schauen, ob ich da irgendwie Waffen für die habe. Ich muss kurz umbauen, ich bin gleich wieder zurück. So, die sind jetzt umgerüstet, also das heißt, bei der nächsten Welle erschlagen sie die Gegner. Und ich bin jetzt mal so frei und töte die einfach mal so. Kann ich die überhaupt? Nö, kann ich nicht. Der glitscht eh gerade ein bisschen. Okay, der ist down. Der ist down. Der ist down. Okay. So, jetzt sind wir so weit, dass ich jetzt die nächste Welle. Das heißt, ich hole mir wieder. Hier würde ich jetzt aus der Kiste wieder meine Sprengvasen holen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil wir natürlich uns wieder unsichtbar machen müssen. Ich habe mich noch nicht wieder reinigen lassen, das ist ganz wichtig. Das heißt, das wäre jetzt der zweite Stoffbeutel, den wir brauchen. Dann wieder hinschleichen. Die zweite Reihe kann man, ich zeige es euch dann ja gleich, die kann man auch wieder schön mit Pfeil und Bogen triggern, ohne dass man allzu nah an die Gegner ist. Aber man wird sehr wahrscheinlich auch wieder, sage ich mal, eine Blase Aggro ziehen. Warum hat der mich jetzt sozusagen gesehen? Da stimmt was nicht. Das buggt, weil eigentlich sollte ich von gar niemanden Aggro haben. Okay, das heißt, ich muss jetzt kurz cheaten. Das ist nicht okay. Kann das sein, dass das noch einer von denen ist, von denen ich vorher Aggro hatte? Das wäre natürlich ein Bug, weil das dürfte auf keinen Fall passieren. Genau, räumt ihr mal hier auf kurz. Aber ist egal. Ich wäre jetzt eh sichtbar geworden. Ich wäre jetzt eh sichtbar geworden, von daher ist es wurscht. Das Einzige, was mich stört, ist jetzt wirklich, dass dieser Bogenschütze scheinbar... Wir werden das mal beobachten, ob das nachher wieder auftritt. Jetzt können wir nämlich, wenn wir genau ein Stück weit vorgehen, man kann da wirklich sehr weit mit dem Bogen schießen. Und ihr seht, die zweite Türe ist offen. Jetzt wiederholen wir das Ganze wieder. Und ich teste jetzt auf jeden Fall mal, ob der Bogenschütze uns wieder sieht. Das ist ganz wichtig, weil das wäre ein Bug, den man melden müsste. Ich brauche jetzt bloß einen. Erstmal, ja. Ich mache mich wieder unsichtbar. Ich habe natürlich jetzt auch wieder meine Sprengvasen aus der Truhe geholt. Also dann holen wir uns die Sprengvasen. Ihr holt die bei euch aus der Truhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, warum? Kommen wir gleich drauf. Ich teste jetzt erstmal, ich guck mal, ob der immer noch mal Aggro auf mich hat.
Sollte er eigentlich nicht haben, weil, wie gesagt, ich bin unsichtbar und nö, bisher. Wie gesagt, ich habe jetzt extra mehr mitgenommen. Warum? Weil diese Türe ist stärker. Das hier ist die ganze normale Tier 2 Türe und das ist eine Tier 3. Eine Tür 3 Türe, eine Tier 3 Türe. Und deswegen müssen wir da ein bisschen mehr platzieren. Und ihr seht auch hier diese Patrouillen, auf die komme ich nachher noch. Das Schöne ist wirklich so, wenn man unsichtbar ist, man hat hier wirklich, man kann sich ganz gemütlich machen. So, das Hauptproblem ist jetzt, wenn ihr in die Richtung seht, ihr seht hier nirgends irgendwelche Felsen, von denen aus ich hier rüber schießen könnte. Der einzigste Punkt, von dem aus wir diese Türe und diese Sprengvasen sehen, ist da drüben dieser Fels. Und das ist der, auf den wir uns begeben. Also ich könnte jetzt, wenn ich wollte, auch von hier drinnen zünden. Mich zum Beispiel jetzt hier, sag ich mal, irgendwo da oben hinbegeben und dann probieren hier rein und dann rauszurennen. Aber um einfach euch zu zeigen, es gibt auch eine Möglichkeit, das wirklich komplett ohne Aggro zu machen oder ohne, dass man das Risiko eingeht. Das ist dann der Fels da drüben. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall zurück, um uns säubern zu lassen. Weil wir, oder ich zumindest mit der Ausdauer, die ich habe, so wie ich geskillt bin, keine Chance habe, dann auf diesen Felsen hochzuklettern. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal meine Mütze ab. Dann lasse ich mich hier kurz säubern. Kann derweil vielleicht auch eine Kleinigkeit schnurpseln. Was habe ich denn da Leckeres drinne? Das hier. So. Die tanzt mir die Verderbnis weg. Ich kann schon mal meinen Bogen ausrüsten. Und es geht hier eigentlich wirklich nur um die Ausdauer zum Klettern, die wir brauchen. Weil das Leben spielt an der Stelle ja noch gar keine Rolle. Deswegen braucht ihr, wenn ihr das so macht, wie ich es jetzt hier zeige, auf jeden Fall eine Hupfdohle im Lager, damit ihr euch wieder reinigen lassen könnt. Und für den nächsten Schritt nachher sowieso auch, weil ihr wollt nicht mit halbem Leben und halber Ausdauer nachher in die letzte Phase gehen, wo ihr auch kämpfen müsst. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, damit ich auf dem richtigen Felsen hochkletter. Das ist der hier drüben. Und da gucke ich, dass ich. Ich habe also kein besonderes Kletterequipment oder sowas. So, und jetzt sehe ich meine Sprengvasen hier. Das geht also von hier aus mit dem Bogen gezielter Schuss rüber. Na. Jetzt. Und ihr seht, jetzt ist die Türe auf. Wenn ihr da auch bloß vier hingestellt hättet, hättet ihr das Problem, dass die Türe nicht auf gewesen wäre. So. Jetzt habt ihr wieder Aggro. Das alte Spiel im Prinzip erstmal wegrennen und im Zweifelsfall die ganze Blase rüber ins Camp ziehen. Und jetzt kommt die letzte Phase. Eigentlich brauchen wir jetzt, so ist der Gedanke, nur noch für die inneren Türen irgendwas. Also könnt ihr eine Ramme nehmen, da könntet ihr aber eben auch die Sprengvasen nehmen. Da kommt eine Hyäne mit. So, ich glaube, die haben sich wieder beruhigt. Und jetzt kommt die letzte Phase. Und da
zeige ich euch nachher. Wir gehen nachher rein. Ich werde nachher auch kurz drin ein bisschen nur kurz cheaten, damit ich Ruhe habe, und euch erklären, was ich da vorhabe. Das heißt, was ich jetzt brauche, halt, den kann ich jetzt eigentlich hier erstmal hier draußen drauf tun. Ich muss mich wieder unsichtbar machen. Das heißt, dazu brauche ich natürlich wieder Verderbnis und ich brauche wieder einen Stoffbeutel. Jetzt gleich die Mütze wieder absetzen und sich säubern lassen. Die Mütze können wir hier lassen. Das werden. Nee, brauchen wir noch nicht. So. Was ihr auf jeden Fall. Also meine Empfehlung wäre jetzt. Wieso bin ich jetzt wieder sichtbar? Aber ich. Nee. Ich muss noch mal kurz weg. Weil ich's. Ding. So, jetzt. Achso, ich habe keinen Stoffbeutel zur Hand. Kleinen Moment, den cheate ich mir schnell. Stoffbeutel. Also, keine Rüstungsänderung, nachdem ihr unsichtbar seid. Das heißt, direkt nachdem ihr die Verderbnis habt, gleich die richtige Mütze wieder aufziehen. Jetzt sollten wir eigentlich uns die Verderbnis wegtanzen lassen können. Jawohl. Das geht. Und jetzt, wie gesagt, meine Empfehlung ist, nehmt einen Stall voll Sprengwaffen mit. Und zwar würde ich jetzt sagen, also ich meine, es müssten 10 müssten langen. Warum, zeige ich euch gleich. Und wie gesagt, wenn es sein muss, cheat ich dann, weil ich euch ein bisschen was erklären möchte. Also, jetzt sind wir in der Phase, wir können bis in den Raum rein, wo wir eigentlich noch nur noch 4 Gegner haben. So, das heißt, wir können hier ganz normal durchmarschieren. Und wie gesagt, die ersten 2 Tore hätte ich jetzt auch mit dem Trebuchet aufschießen können, wäre ein bisschen einfacher gewesen. Und mit dem Tribock. Und so könnt ihr eben, wenn ihr wollt, zum Beispiel auch euch diesen Durchgang hier frei schießen, um an dieses alte Blut zu kommen. Geht genauso. So. In der Theorie ist es so, dass wir hier verschiedene Aggro-Zonen haben. Und eigentlich, wenn ich hier drinne bin, auch nur hier den Aggro haben sollte. Ihr habt da vorher gesehen, da sind ja Patrouillen gelaufen. Und diese Patrouillen und auch die hier unten sind, ich habe es probiert, egal wie ich es gemacht habe. Sobald ich gegen die hier gekämpft habe, habe ich den Aggro auch von denen hier draußen gezogen. Und dann hat man wieder eben deutlich mehr Gegner am Hintern, wie man eigentlich möchte. So, jetzt muss ich ganz kurz euch noch was zeigen. Einen Reparaturhammer brauchen wir. Reparaturhammer, Ausrüstung, da tut es der Einfache. So. Wir haben hier zum Beispiel schon Schaden auf der Platte. Hier haben wir nicht ganz so viel Schaden. Wo war denn das Tor war? Will ich gerade sagen. Das war hier. Hier war es, genau. So, auf der Platte haben wir schon die Hälfte weg von den 100.000, die so ein verstärktes Steinfundament hat. Und das will ich wegsprengen. Warum? Damit hier ein Loch entsteht und von draußen niemand reinkommen kann. Das ist im Prinzip mein Gedanke, den ich habe. Und da bin ich mit 4 Sprengvasen dabei. Sprengvase, Gebäude, 1, 2, 3, 4. Ich hätte es, also die stelle ich hier einfach schön drauf. Wenn ihr, also es müsste lang,
Wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch fünf. Mal komm, pack mal fünf drauf. Ne, wir machen jetzt mal mit vier und gucken, ob es langt. So, ihr seht, der ist schon wieder reingelatscht hier. Den würde ich jetzt natürlich abwarten, bis der wieder draußen ist. Ich bin nicht im Spezialmodus. Und da seht ihr, da kommen die nächsten. Da muss man echt abpassen, dass man die zündet, wenn hier nicht zu viel los ist. Na komm, du drehst jetzt auch gleich um. Also, wenn die zwei raus sind, wenn der eine wieder einzeln reinkommt, dann würde ich zünden, damit ich einfach verhindere. Ah, jetzt kommt, geht raus. Der geht raus. So. Ich zünd jetzt. Und durch den Überraschungsangriff kommen wir eigentlich relativ. So. Und ihr seht, was ich meine. Es sind hier deutlich mehr. Es hat nicht gelangt. Wartet mal, ich mache mich schnell vom Acker. Es hat nicht gelangt. Okay. Das ist das, was ich meinte. Eventuell hätte, dann hätte ich doch mehr nehmen müssen. Ich mache mich mal ganz kurz unsichtbar. Alles klar, Dominik, kurz tarnen. So. Jetzt gucken wir nochmal, wie viel fehlt denn noch. Vielleicht hätte ich doch eine mehr nehmen müssen. Ja. Ich hätte doch an der Stelle eine sechste sprengen war, doch eine fünfte auf jeden Fall platzieren müssen. Das mache ich jetzt noch kurz, damit wir einfach so weiterkommen. Also hier an der Stelle nicht vier, sondern wenn man sicher gehen will, auf jeden Fall eine sechste Sprengvase platzieren. Eine fünfte. Und jetzt müsste hier nämlich ein Loch sein. Es kommt Vorführeffekt, da ist es. Hat war bloß nur der Schotter drüber. Und das verhindert, dass im Prinzip genau das, was jetzt passiert ist, dass hier diese Gegner hier reinlaufen, im Prinzip, dass die hier, die mache ich mal kurz weg hier, dass die uns in den Rücken fallen. Tarnung kann ich jetzt aufheben und ich lande und ich erledige den letzten hier noch. Und wir hören jetzt schon die anderen. Die stehen jetzt nämlich hier idealerweise irgendwo rum. Und das ist das, was ich meine. Wir müssen jetzt mal gucken, ob ich die irgendwo platziert bekomme, wo ich die ganz gut mit den Giftpfeilen dann behaken kann. Weil da ist ja der Champion dabei. Sonst wäre es mir egal, aber ich will den Champion eigentlich nicht. Na, wo seid ihr? Macht irgendjemand, ich höre keine Irksgeräusche. Da ist doch einer. Kann ich den treffen? Oh, jetzt kommt. Nee, es geht wirklich nicht. Shitgram. Das heißt, die nächsten müssen wir dann wirklich im fairen Zweikampf erledigen. Ich guck mal, ob ich da drüben irgendwo. Ich krieg nirgends denn das Feedback, dass ich. Nee. Lass mich mal ganz kurz was testen. Da wäre jetzt die Frage, ob zum Beispiel die Geist Orbs besser werden. Kleinen Moment mal. Wollen ja jetzt. Gas.
Ja, genau. Okay. So kriegen wir sie zumindest agrotechnisch getriggert. Ja, also Gasorbs ist die Lösung. Ich weiß nicht, wie viel man mitnehmen muss. Aber und dann kommen hier entweder wieder Sprengfallen zum Einsatz, Sprengbasen. Sprengbase. 1, 2. Da lang, hier langen 2 Stück, um das Tor aufzukriegen. Ja, genau, das ist gerade ganz praktisch. Kommt mal her. Das könnte sein, dass das eventuell schon langt. Okay. Das ging ganz gut. Und jetzt haben wir, wenn es gut läuft, den Heinz hier nur alleine. Und so wie ich momentan geskillt bin, langt meine Ausdauer, um den in einem Permanent-Lock zu halten. Also überhaupt kein Thema. Das heißt, den kriegen wir auch ganz locker so nebenbei mit. Da hätten wir noch dann, wenn wir wollen, Dämonenfeuerkugeln. Und also, keine Giftpfeile, sondern die Orbs nehmen. Also, wir haben jetzt unten 6 Vasen gebraucht, um die Lücke zu machen. Dann nochmal 2 für das Tor und nochmal 2 für das Tor. Also müsst ihr 10 Vasen mitnehmen. Halt, falsche Baustelle, das hier. Sprengvase. Und dann gucken wir nachher mal, wie das gewichtstechnisch sich ausgeht. Eventuell könnte man sogar sich die 2 sparen mit den, Spreng. Orbs, die wir da bekommen haben. So, jetzt mal gucken, ob jemand kommt. Oder ob wir hoch müssen. Ich will jetzt bloß nicht durchs Feuer durch. Und ich will auf jeden Fall die hier rein. Kurz warten, bis das Feuer weg ist. Oh, das hat sogar ein 2. Loch hier reingehauen. Sehr gut. Und hier wieder gucken, dass wir die hier, den da drüben, der macht am passen mehr Ärger. Das war natürlich jetzt Blödsinn. Hier kann man die immer... Okay, der 3. ist weg. Jetzt müssen wir bloß hier gucken, dass wir irgendwo hinkommen. Und jetzt haben wir das Spiel. Und jetzt sollte das wieder einigermaßen gut durchgehen. Und noch eine Runde und wir haben es. Und das war's. Das heißt, der Commander ist down. Signal kommt, das ist wichtig, da wisst ihr also auf jeden Fall. Und jetzt könnt ihr hier, so mal erstmal das Zeug raus, was ich eh nicht brauche, weil ihr solltet natürlich einigermaßen Luft haben, um hier dann das Gold auch mitzunehmen. Deswegen sind wir ja da. Nicht, dass man es wirklich bräuchte, da haben wir einfachere Methoden mittlerweile, um an Gold zu kommen, aber das, was er hat, das könnte man sich noch überlegen. Das Drachenpulver. Okay, ihr seht schon, das Ding ist zu viel. Das Drachenpulver kann ich noch mitnehmen. Ja, ich könnte die Matte rausschmeißen. Ich könnte vorher mehr noch... Dadurch, dass wir die Giftgaspfeile nicht brauchen. Ich muss nachher mal gucken. Wie gesagt, wir machen uns nachher mal... beladen uns mit den Sprengvasen. So, und jetzt können wir eigentlich wieder rausmarschieren. Und... dazu rennen wir einfach raus. Ich habe nichts dabei, um mich zu korrumpieren, um mich wieder unsichtbar zu machen. Aber im Normalfall brauchen wir das auch nicht.
Und der Trick, der hier, das ist der mir sozusagen geholfen hat. Das habe ich ausprobiert, wenn wir hier diese erste Gruppe, die mit der wir kämpfen, wenn wir da sicher sein wollen, dass wir eben bloß idealerweise die vier oder vielleicht noch einen von diesen Grenzgängern haben, dann müssen wir gucken, dass hier so schnell wie möglich ein Loch entsteht. Ich würde sogar dazu tendieren und sagen, um allein über die Sprengwirkung, nicht nur das Feuer, was nachher wirkt, hier dieses Loch zu bekommen, kann man sich sogar überlegen, hier nicht nur fünf, sondern wir haben fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Sprengvasen drauf. Dann müsste allein die Sprengwirkung das Loch zünden. So, und jetzt können wir Hallo sagen. Hallo. Haben ganz normal den Standard-Aggro und rennen raus. Und gut ist. Wir machen da noch einen Belastungstest und gucken mal, wie viel Sprengvasen und wie viel Orbs wir mitnehmen können. Okay. Das Gold tun wir mal in die Truhe hier rein. Da habe ich doch schon irgendwo eine Truhe. Hier haben wir schon Gold. Das ist Kleingruscht. Das können wir da rein. Also, wenn wir uns vorbereiten wollen, wir müssen ja nachher alles mitnehmen, um die zwei weiteren Tore zu sprengen und die und diese Gasorbs. Ich würde mal sagen, fünf brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben gesagt, wir brauchen vier für die zwei Türen, die wir noch aufmachen wollen. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal auf Nummer sicher, machen wir 11, 11 von den normalen Sprengvasen. Also für sieben das Fundament, was wir raus wollen. Brauchen wir also 11 Stück. Wie sind wir ausgelastet? Es geht eigentlich. So, ich tue die Gaspfeile mal rausschmeißen. Die brauche ich ja nicht in dem Fall. Und dafür nehmen wir die Orbs. Mal gucken, wie viel wir von denen nehmen können. Ne, das hier brauche ich. Gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, locker, locker. Also, das geht gut. Das geht gut. Das heißt, da können wir sogar, wenn wir ganz sicher sein wollen, wahrscheinlich. Ich würde sagen, nehmt 15 Sprengmaßen mit, stellt so viel wie möglich da vorne hin, damit es auf einen Wumms das Ding wegnimmt. Dass die Fundamente wegnimmt, damit ihr sicher seid. Und so könnt ihr, übertrieben gesagt, einfach nach Maraya reinspazieren und euch das Gold holen. Also das heißt, kein Gemetzel vor den Toren. Ihr braucht nicht mit einer großen Thrall-Gruppe antanzen. Ihr könnt das ganz einfach, relativ einfach alleine durchziehen. Und das ist meine Skillung. Ihr seht, das ist sogar momentan Blödsinn, wenn ich bin alleine. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch mehr auf Stärke und vielleicht sogar auf Kompetenz, dann könnte ich sogar noch ein bisschen mehr mitschleppen. Ich könnte die Autorität komplett nach unten, das heißt, ich hätte 20 Punkte übrig. Hier oben 10 rein, hier 5 und hier 5. Und dann wären wir auf der sicheren Seite, was das Tragen angeht. Wir wären auf der sicheren Seite, was das Kämpfen angeht. Also das heißt, ich bin noch nicht mal optimal geskillt. Also, so können wir Almachaya plündern, ohne mit einer großen Armee aufwarten zu müssen. Ich weiß, erstens, es lohnt sich absolut nicht.
für das Gold da reinzugehen. Es ist der Fun-Fact. Es macht Spaß, einfach mal was auszuprobieren. Ich weiß, es gibt andere Methoden. Ich habe sie euch am Anfang gezeigt. Es gibt zig Wege, wie man da reinkommt. Das ist eben nur ein weiterer Weg. Und wenn man ein bisschen Spaß haben will, kann man da sicherlich einfach mal experimentieren damit, finde ich jetzt. Und das Ganze soll ja unterhalten. Und ich glaube, die Methode ist auch unterhaltsam, wie alle anderen auch. Man hat seinen Spaß und wenn man das ab und zu mal machen möchte oder eben wenn jemand sagt, einmal will ich auf jeden Fall das Loot mir holen, aber ich habe schon Gefährten im normalen Versuch über, sage ich mal, auf dem Weg dort rein, mich durchzukämpfen, schon Gefährten verloren, was absolut normal ist. Also es ist super, super heftig hier. Finde ich das eine gute Mischung zwischen Kampf und also zwischen offensiven, ja doch, kann man schon sagen, Angriff, weil wir zünden das Ding, wir schleichen uns weg, wir müssen die uns nachsetzen, erledigen. Also ich finde, es hat mir zumindest Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, ihr kennt das Spiel. Daumen nach oben würde mich freuen, wenn ihr mir darüber hinaus was Gutes tun wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Kleinen Schluck Kaffee. Und natürlich Kommentare schreiben. Also wie gesagt, ich weiß, es gibt andere Methoden. Reinschleichen, reinfliegen, Eisbrücke. Also klettern, die Klettermethode, die Eisbrücke reinfliegen, das sind die, oder eben das Gemetzel. Wenn es nochmal komplett einen komplett anderen Weg gibt, dann gerne sagen, das würde mich interessieren, würde ich auch gerne testen. Ja, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier bei Conan Exiles, Age of War Kapitel 3. Wahrscheinlich dann wieder Gameplay mit Mods hier aus dem Land der Verbannten oder von der Insel Sipta. Maybe sogar irgendwann demnächst mal wieder Savage Wilds. Bis dahin, macht gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf. Und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.